Vielleicht kennst du auch Menschen, die davon ausgehen, dass Bibel und Wissenschaft sich widersprechen. Menschen, die irgendwas aufgeschnappt haben, Wissenschaftliches oder Pseudowissenschaftliches, und davon ausgehen, das ist die absolute Wahrheit. Und die Bibel ist ein Buch von antiken Legenden. Tatsache ist, dass die Wissenschaft zunehmend biblische Wahrheiten bestätigt und die Authentizität, den Wahrheitsgehalt der Bibel belegt. Ein Punkt, wo sich's in der Vergangenheit häufig gerieben hat, ist die Story von dem Exodus, vom Auszug des Volkes Israels aus Ägypten. Man hat gesagt, dass die dort genannten Mengen von 600.000 Männern plus Frauen plus Kindern plus Tieren und so weiter völlig absurd wären und dass das überhaupt in der Wüste nicht möglich gewesen wäre und wo wäre der Durchzug gewesen und es gibt keine archäologischen Funde und so weiter, und geht davon aus, es ist eine Sammlung von Legenden von irgendeinem kleinen Nomadenstamm, der da sich was ausgedacht hat. Tatsache ist, dass Wissenschaftler eine ganz, ganz andere Story erzählen. Allerdings ist diese anders als unsere irgendwann einmal entstandene christliche Überlieferung. Die Akte Exodus ist ein sehr interessantes Buch zu diesem Thema. Die Akte Exodus ist ein Buch, das von einem Arzt geschrieben worden ist, einem wissenschaftlich arbeitenden Mediziner aus Schweden, Lennart Möller. Und er untersucht eine Fülle von interessanten Themen in diesem Buch. Beispielsweise auch, wo lag Sodom und Gomorra? Gab es das? Gibt es darauf Hinweise? Gibt es in der ägyptischen Geschichte Hinweise auf Josef, auf Mose, auf die Tochter des Pharao als Beispiel? Wo ist das Volk ausgezogen? Wo gab es den Durchzug durchs Rote Meer? Wo lag der Berg Gottes, wo die Gebote gegeben worden sind? Wie konnte das Volk sich da lagern über viele Monate? Wo ist das Volk langgezogen dann in diesen 40 Jahren der Wüstenwanderung? Und so weiter und so weiter. Er geht da sehr interessant drauf ein. Wo ist der Felsen, der gespalten worden ist, wo das Wasser herauskam? Und wo ist der Altar, wo das goldene Kalb angebetet worden ist und so weiter. Eine Fülle von interessanten wissenschaftlichen Untersuchungen, die er hier hat. Und er untersucht von ganz unterschiedlichen Standpunkten aus. Also Namen, also Ortsnamen beispielsweise, Sprachforschung, von der DNA her, natürlich ganz viel Archäologie. Und es ist ein hochinteressantes Buch. Ich habe es mit sehr großem Gewinn gelesen. Es hat meinen Glauben reich beschenkt. Und falls es etwas ist, mit dem du dich beschäftigst, was also dich auch interessiert, dann empfehle ich dir dieses Buch, die Akte Exodus. Es wird deinen Glauben ein richtig festes, neues Fundament geben. Wir dürfen wissen, dass Wissenschaft, Archäologie und das, was heute untersucht wird, tatsächlich die Bibel in aller Regel bestätigt und nicht in Frage stellt. Und in dem Sinne gilt wirklich, die Bibel hat doch recht. Ich empfehle dir dieses Buch und du sollst wissen, Gott hat mehr für dich.